Man muss die Narren vor ihren Illusionen schützen, bevor sie zu ihm kommen. Gepriesen sei Fürst Molag Bal. Alle Sterblichen kommen zu ihm. Er erntet die Seelen. Ihr wandelt im Schatten des Verderbers. Weshalb seid ihr hier? Es hat einen Grund, dass Schreine geheim gehalten werden. Die Leute hassen uns. Ignorante Narren. Was wollt ihr am Schrein von Molag Bal, dem Peiniger der Menschen? Dann verlasst diesen Ort, bevor es Fürst Molag Bal einfällt, dass es ihm Spaß machen könnte, euch ewig leiden zu sehen. Ihr wandelt im Schatten des Verderbers. Geht nur! Was wollt ihr am Schrein von Molag Bal, dem... Wenn ihr meint, würdig zu sein, bringt Molag Bal ein Opfer, das Fell eines Löwen. Ihr kennt euren Auftrag. Geht, dann... Noch ein Sterblicher, der kommt, um mir zu dienen. Ich wünsche Leiden und Tod. Ihr werdet mir beides bringen. Ich möchte einen Mann sehen, der zum Äußersten getrieben wird und dann über die Kante gestoßen wird. Ihr werdet Melos Petilius bei Brindles Heim finden. Ein guter Mann. Ein Ehrenmann. Er ekelt mich an. Ihr werdet zulassen, dass er euch hiermit tötet, dem verfluchten Streitkolben. Während ihr dies für mich tut, werde ich euer armseliges Leben schützen. Wahrscheinlich. Geht mir aus den Augen. Diese Dinger. Schönen Tag. Wie ist das Wertebefinden? Früher hielt ich euch für einen Helden. Ich habe von ihm gehört, aber ich glaube kaum, dass ich euch das erzählen sollte. Wir werden sehen. Es, dass ich nicht lache. Was? Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Das ist ein schön... Ja, gutes Argument. Das soll komisch sein? Das ist ein... Das ist gutes... Das ist wirklich albern. Ich bin dabei. Ich habe von dem armen Kerl gehört. Er hat wahre Wunder für die Menschen hier vollbracht. Nichts war ihm zu unwichtig. Er erschlug wahre Horden von Goblins, als sie den Ort angriffen. Er räucherte ein Minotaurennest im Alleingang aus. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Seit sein Weib Vena starb, ward er nicht mehr gesehen. Ist wohl einfach davon. Sie war eine gute Frau, und Melos liebte sie, so gut er konnte. Er kämpfte gerade irgendwo, als sie starb. Ein plötzliches Fieber, und schon war sie nicht mehr. Glaube, er hat sich nie dafür vergeben, dass er nicht da war, als sie starb. Damals schwor er, nie wieder eine Waffe zu führen. Er lebt jetzt in Einsamkeit. Er zog in eine Hütte, nicht weit vom Ort. Dort hat er Vena beerdigt. Soweit ich weiß, besucht er ihr Grab jeden Tag. Grüße. Was? Ich habe von ihm gehört.
Ich habe mal ein Gespenst gesehen. Den Fluch, mit dem er mich angriff, werde ich nie vergessen. Wiedersehen. Bitte lasst mich in Frieden. Es wäre mir lieber, wenn ihr ginget. Bitte. Ich bin Melus Petilius. Lasst mich in Frieden um meine Frau Vena trauern. Keiner traut sich mehr nach Harluns Wacht, nach dem, was die Kämpfergilde dort entdeckt hat. Sie war meine Frau, und ich möchte jetzt lieber nicht über sie sprechen. Lasst mich einfach, bitte. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe einen Schwur geleistet. Meine Götter werden mich schützen. Lasst mich einfach, bitte. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Lasst mich einfach, bitte. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Ich habe einen Schwur geleistet. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Lasst mich einfach, bitte. Was? So hilf mir doch einer. Ich werde nicht mit euch kämpfen. Lasst mich ein. Ich werde nicht mit. Ich hoffe, es lohnt sich. Lasst mich einfach, bitte. Ich habe geschworen, meine Waffe nicht im Zorn zu erheben, aber ihr habt meine Ehre an diesem allerheiligsten Ort verletzt. Ihr werdet sterben, Teufel! Uff! Jetzt ist Schluss. Still.
Bitte lasst mich in Frieden. Es wäre mir lieber, wenn ihr ginget. Bitte. Ich bin Melus Petilius. Lasst mich in Frieden um meine Frau Vena trauern. Sie war meine Frau und ich möchte jetzt lieber nicht über sie sprechen. Geht mit den Neuen. Lasst mich einfach, bitte. Ich habe geschworen, meine Waffe nicht im Zorn zu erheben, aber ihr habt meine Ehre an diesem allerheiligsten Ort verletzt. Ihr werdet sterben, Teufel! Und jetzt fallt um und verblutet! Soll ich jetzt etwa Angst haben? Nehmt das. Was ist los? Werdet ihr müde? Lasst uns zu Ende bringen. Nun, scheinbar habt ihr die euch gestellte Aufgabe erfüllt. Gute Arbeit. Und wieder einer in die Verdammnis gestürzt. Eine weitere Seele verloren. Aber ihr bekommt ja noch eure Belohnung, nicht wahr? Ich denke, ihr habt sie euch verdient. Meint ihr nicht? Weiter so, kleiner Sterblicher. Ihr habt das Wohlwollen Molagbals errungen. Gepriesen sei der Säher der Zwietracht. Für euch? Selbstverständlich. Gepriesen sei Fürst Molagbal. Ihr habt das... Wir bedrohen niemanden. Warum könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Gepriesen sei Fürst Molagbal. Ihr habt das Wohlwollen Molagbals errungen. Gepriesen sei der Säher der Zwietracht. Gesegnet seid ihr mit dem Verderber gesprochen habt. Gepriesen sei Fürst Molagbal. Ihr habt das Wohlwollen Molagbals errungen. Gepriesen sei der Säher der Zwietracht. Gepriesen sei Fürst Molagbal. Ich grüße euch. Sieh an, wenn das nicht das Drachenherz ist. Es scheint, als hättet ihr den Gipfel eures Könnens erreicht.
Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr seid hier, um den Großmeister gegen einige von Cyrodiils wildesten Bestien kämpfen zu sehen. Wer wird diese Woche die epische Schlacht zwischen Kämpfer und Kreatur gewinnen? Finden wir es heraus! Schließt die Tore! Wow! Großmeister ist siegreich. Geehrter Großmeister, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt sie euch wieder einmal verdient. Oh, mein armer Aleron. Bitte, ich möchte mit meinen Gedanken alleine sein. Oh, mein armer Aleron. Seid gegrüßt, Zuhörer. Kommt näher und ich werde euch an den jüngsten Neuigkeiten teilhaben lassen. Denn jemand hat wieder die... Die dunkle Bruderschaft muss eine Hochelfin namens Alvain aufsuchen. Sie bedient sich unserer und wir dienen ihr nur zu gerne. Euer Sprecher sollte nach dieser Person in der Stadt Falinesti suchen, in Valenwald, der Heimat der Waldelfen. Geht nun, werter Zuhörer. Überbringt diese Nachricht an euren Sprecher, auf dass der Wille Sitis geschehe. Wir grüßen euch, fürchterlicher Vater. Was kann ich für euch tun? In Ordnung. Ah, ihr, das ist ziemlich gut. Ja, ich verstehe. Oh, ja, redet nur weiter. Glaubt euch ja doch keiner. Besser geht es nicht. Schönen Tag. Ich kann kaum glauben, dass ihr selbst hier vor mir steht. Der Zuhörer höchst selbst. Welche Ehre.
Die Mutter der Nacht hat gesprochen. Ich werde dafür sorgen, dass die Familienangehörigen die Kunde erhalten. Und hier ist euer Verdienst für diese Woche. Bis nächste Woche, erhabenster Zuhörer. Unter eurer Führerschaft wird die schwarze Hand ewig herrschen. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Ihr seid zwei.